Leute, ja, meine Ergebnisse sind fertig. Ich habe jetzt meine Ancestry-Daten bekommen. Ich zeige euch erstmal, wie meine MyHeritage-Daten waren und dann die von MyAncestry. Von MyAncestry habe ich es aber auch noch nicht gesehen und ich bin so gespannt, was die Ergebnisse sind. Also ich bin aufgewacht und habe gesehen in der Mail, dass die Ergebnisse da sind. Dann dachte ich mir, muss ich mir gleich anschauen. So, jetzt erstmal bei MyHeritage, da waren die Anteile 62,1% europäisch und 24,1% asiatisch und 13,8% Mittelosten. Davon von den europäisch waren gewesen 56% griechisch-süditalienisch und askenasische Jüdin war 6,1%, dann war in der Asien, Westasien 16,4%, Zentralasien 17,7% und Mittlerer Osten 13,8% gewesen. Und jetzt bin ich auf die Ancestry-Daten gespannt. Jetzt hat sich die Seite geöffnet. Okay, und hier ist Discover. Steht da irgendwas von Discover? Hallo? Ups, ups, ups. Stammungsmix. Ich mach mal das auf und dann, ja, zeige ich euch das. Okay, der Mix hier ist etwas total anders als bei MyHeritage. Und macht auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Darin enthalten sind 37% Türkei, Armenien. Dann kommen dazu Nahe Osten 18%, 28%, was ja auch meine Großmutter ist. Also, dass ich da mehr Anteile habe, macht Sinn. Griechisch und Balkan trotzdem, ne? Also Griechisch habe ich doch mit 14%. Also, da ist jetzt nichts von Italien. Da habe ich Iran, Persien 11% und, ah doch, Italien 8% und Osteuropa und Russland 2%. Wow! Das ist, und die Karte sieht aber trotzdem so aus wie vorher. Mit dem, was ich vorher gesehen hatte, mit Lettland und so. Alles nochmal im Überblick. Sieht ein bisschen anders aus als bei MyHeritage, aber manche Sachen sind schon übereinstimmend. Nur was ganz jetzt rausgefallen ist, diese aschkenasische Jüdin, kann sein, dass es irgendwie im Türkei-Armenischen mit drin ist, aber auch kann sein, dass das andere irgendwie, keine Ahnung, nicht ganz korrekt war, weil wir haben auch wirklich niemanden, der irgendwie jüdischer Herkunft ist. Es hat mich wirklich sehr gewundert. Und dass jetzt ein bisschen mehr Türkei und Armenisch drin ist. Und Nahe Osten, das passt auch. Und Griechenland und Italien ist ja jetzt auch dabei, aber halt auch nur mit 20%. Das deutet auch darauf hin, dass wirklich das ein bisschen weiter zurückliegt. Dass Osteuropa und Russland ist für das Zentralasiatische mit 2%, das andere war ein bisschen höher, was auch dann wieder mehr Sinn macht, weil die Vorfahren sind ja auch ein bisschen länger zurückliegend aus Zentralasien gekommen. Nochmal ein kleiner Schwenker. Hier werden Verwandtschaften nochmal bei den DNA-Matches angezeigt. Das sind hier die Verwandten, die nahen Verwandten, vierten, siebten Grades. Und dann entfernte Verwandte ist das eingeteilt. Und das macht auch ein bisschen mehr Sinn, weil hier einfach viel mehr türkische Namen aufgeführt sind. Also scheint es doch etwas präziser zu sein. Oder ist es so, dass es nicht präzise ist, sondern dass einfach mehr Türken sich hier angemeldet haben und dadurch die DNA mehr aufgeführt ist und die auch mehr Hinweise darauf hatten und der Pool halt größer war. Hier ist auch nochmal eine Aufschlüsselung, wie die Verwandtschaftsverhältnisse sind, was das bedeutet.
30%. Wenn der Cousin dritten Grades ist oder vierten Grades, dann wie viel die prozentualen Anteile sind. Und bei Cousin, zum Beispiel vierten Grades, sind das nur noch 4% Anteile, die man hat mit demjenigen. Und fünften Grades sind es sogar nur noch 1% Übereinstimmung. Ich habe da einen mit 66 irgendwie Segmentlänge. Aber trotzdem ist es ja nur ein Cousin vierten Grades, das wären nur 4%. Ja, aber da ist irgendwie kein Name hinterlegt, nur irgendwie irgendeine Buchstabenzusammenfolge. Aber das ist hier auch interessant. Das hatte ich bei MyHeritage nicht. Jetzt habe ich hier noch mehr gefunden, wie die ganzen Wanderungen waren. Zum Beispiel hier wird über dieses Russische und so weiter, was ich da an Anteilen habe, gezeigt, wie die Wanderungen überhaupt zustande kamen, wie die Historie ist. Total interessant. So, ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant wie ich. War doch wieder ein bisschen anders, ne? Die Verteilung. Ja, wie soll man da jetzt sich da seine Schlüsse draus ziehen? Es wird aber nicht der letzte DNA-Test gewesen sein. Tschüss!